Hallo Freunde, ach, da bin ich, euer Sadu mit einer neuen Folge Stardeers. In der letzten Folge haben wir mit der Erforschung der Geschützdrohne begonnen. Uns zeigt es das hier gerade nicht an, weil ich habe das Game gerade gestartet. Wir müssen mal die Zeit ein bisschen vergehen lassen. Dann zeigt es uns hier rechts alles an und es wird auch hell. Das dauert am Anfang immer ein bisschen, wenn man das Game startet. Und hier oben, ihr seht, 9% haben wir schon. Des Weiteren, ja, es zieht sich halt dieser Abbau der verschiedenen Ressourcen. Wir haben halt leider nur ein Expeditionsschiff. Und wir haben auch gar nicht genügend Leute. Ich glaube, 6 Leute hatten wir, die fähig wären, irgendwas abzubauen auf dem Planeten. Mit den Robotern dazu. Aber es passen ja nur 4 drauf. Also selbst wenn wir jetzt noch ein zweites Schiff bauen. Wir werden noch wahrscheinlich ein zweites Schiff bauen, aber halt, wir haben nicht genügend Leute, die das da bemannen können. Wir müssten eigentlich noch mehr von den Robotern bauen. Oder wir sagen, wir gehen voran mit den Weltraumanzügen, dass wir da mehr Leute vielleicht auf dem Planeten kriegen. Vielleicht liegt es daran. Es ist alles nicht so einfach. Wenn man es genau nimmt. Wenn man es doppelt nimmt, sagt man doch so, oder? Das Sprichwort. Und hier unten könnte auch mal eine Tür rein. Die laufen immer nur hier oben lang. Warte mal, hier unten direkt noch eine hübsche Tür rein. Enderkapsel nähert sich. Zwei? Tatsächlich. Zwei Enderkapseln? Das ist neu. Da kriege ich Plack. Ach ja, und hier oben haben wir ein Ei. Und die Aufbewahrungskapsel hier. Die müssen wir auch mal öffnen. Aber wir wollen jetzt erstmal die Enderkapseln abwarten. Verdammte Hacke. Die kommen gerade so lang, dass unser einziger Geschütz halt natürlich nicht funktioniert. Das ist wirklich neu. Plünderer und Piraten. Müssten halt hier unten auch noch einen Geschützturm bauen. Das ist halt, ja, sowieso die Frage. Auf was konzentrieren wir uns? Die Geschütz. Im absoluten Late Game, denke ich mal, werden wir dann wunderbar geschützt sein. Nur halt. Was priorisieren wir jetzt? Geschütztürme, Geschützdrohnen, Energiegewehre. Da gibt es halt mannigfaltige Sachen. Aber ehe wir hier die gesamten Geschütztürme ringsherum gebaut haben, glaube ich, konzentrieren wir uns auf diese Geschützdrohne. Dass die uns da einen gewissen Schutz bietet. Also, ich hoffe es doch mal. Plaste, Gummi, Mikrochips, Zahnräder, Titanplatten haben wir alles da. Bauen wir mal noch so ein zweites Vehikel her. Da. Die zweite nebenan gleich. Wenigstens werden sie wahrscheinlich nichts zerstören mit ihrer blöden Enderkapsel. Okay. Die zweite Enderkapsel fliegt weiter. Soll uns auch recht sein. Ah, die bremst ab und kommt nochmal zurück, oder? Na, mal gucken. Ich hätte gern das Geschütz schießen sehen. Sie verfehlt uns anscheinend. Betrunken gewesen, der da am Steuer sitzt. Ja, Enterkapsel und können wir jetzt ja sagen, wehrt euch mal dagegen? Nö. Es juckt auch unsere Crew gar nicht.
Hatte ich mich letztens schon ein bisschen echauffiert darüber. Also wir sehen, dass da eine Enderkapsel kommt. Aber wir lassen sie erstmal machen. Wir könnten uns, also normalerweise würde man sich doch hier Verteidigungsstellung errichten und sich dann wehren. Oder wenigstens Leute zusammenziehen. Aber nö, ist nicht. Ja. Und was ist das? Oh oh. Dolores. Die sieht aber schon gefährlicher aus. Was ist das denn bitte? Eine Sicherheitsdrohne. Ach du grüne Neune. Kämpft ihr? Vor allem, wir haben doch. Wir haben uns das aufgeschrieben. Wer war denn hier mit der Energiewaffe bewaffnet? Isaac Golem. Da ist er. Wo machst du hin jetzt? Der pimmelt so rum. Oder versuchte da irgendwie hinzukommen und sich mit der Dolores anzulegen? Nö. Der patrouilliert hier nur. Wir haben die Dolores aus den Augen verloren. Nö, da ist er. Ah, die Mobs, die Kupferplatten. 20! Bist du zu retten? Lass die Kupferplatten los, ey. Was macht der jetzt hier? Ah, Leute, so gut. Unsere Frachtdrohne bringt unseren Bumsi hin und der legt sich jetzt eiskalt mit der Dolores an. Ah, krass. Unser Reinigungsroboter. Aber komm, die Drohne kämpft auch mit. Sehr gut. Ah, krass, krass, krass. War das, ist das Isaac? Ja, komm, Isaac, du hast ein Energiegewehr. Man sieht das sogar, wie das ausgerüstet ist. Wir können dem doch auch manuell Befehle geben. Wir probieren das jetzt mal. Kontrollieren. Und jetzt sagen wir, greif mal an, Dorte. Geht nicht. Bewegt sich nicht. Warum? Keine Aufgabe. Kämpft. Ja, dann kämpft doch. Ja, geh da hin und unterstütz Bumsi und die Frachtdrohne hier. Haben die Frachtdrohnen auch Namen? Ja. Steel Ulysses. Jetzt geht's los. Oh ja. Energiegewehr. Wir werden das erste Mal Energieschüsse sehen. Irgendwie macht sie gar keinen Schaden an. Und doch, an Bumsi hat sie ein bisschen Schaden gemacht. Ich bin gespannt. Und jetzt? Isaac, du bist jetzt hier. Machst du irgendwas? Nö. Jetzt geben wir mal wieder die Kontrolle an die KI über. Schießt du? Wow! Wow! Alter Verwalter! Habt ihr das gesehen? Die Schüsse? Die waren aber nicht von schlechten Eltern. Mama Mia. Also das hat viel abgezogen. Einige Gesundheitspunkte. So schlecht scheint die Energiewaffe ja gar nicht zu sein. Wir zerlegen hier die Enterkapsel und werden hier diese Aufbewahrungskapsel öffnen. Wir hoffen mal, dass keine Bombe drin ist. Ihr kennt ja das Prozedere. Direkte Kontrolle? Ne, wir hatten doch gesagt, macht mal wieder los.
Metall verschrotten. Ach so, die Demontagemaschine ist ausgeschalten. Ja. Wartet. Schalten wir doch glatt an. Das müsste auch irgendwann abgeholt werden. Die Geschützdrohne. Geschwindigkeit nehmen wir mal hoch. Aber genial, oder? Bumsi und Steel Ulysses. Vorneweg. Das Problem ist halt, wenn die. Schaut mal, hier ist dieses ganze Plaste her. Wenn die halt eine Energiewaffe gehabt hätte. Gute Nacht. Ich sehe nicht, wie viel wir hier rausbekommen. Naja. Wer macht das schon? Sonst noch irgendwas zum Reparieren? Scheint alles im grünen Bereich zu sein. Da oben waren noch die zwei Türen und dann gehen wir auf automatisch verbinden. Dann ist alles schön da. So, das Zeug abtransportiert nach und nach. Können noch mal die Aufgabe erteilen. So. Haben die dran geschalten, die Demontagemaschine? So müssen sagen, natürlich alles verschrotten. Transportdrohne, Reinigungs- und Baudrohne. Ist sicher? Doch, Sicherheitsdrohne kann ebenfalls verschrottet werden. Jetzt wird sie abgeholt. Mehl wird benötigt. Ja. Batterien. Leer. Palermo. Felsabbau. Warum wollten wir Felsabbau nochmal? Ach, wegen Kohlenstoff. Verbinden und hier mal bitte auch die Tür verbinden und dann läuft das. Ach, hier fehlte noch eine Tür. Schwupps, jetzt. Das Ganze müssen wir halt auch noch alles umbauen. Boah, das dauert ewig, diese Geschützdrohnen. Scheibenkleister. Dann nehme ich erstmal einen Schluck Kaffee. Wie sieht es mit Zahnrädern aus? 21, da müssen wir auch Zahnräder nachproduzieren. Mikrochip, Energiegewehr. Zahnräder. Es kostet halt unendlich viel Strom und wir konzentrieren uns auf die Geschützdrohne. Deshalb warten wir erstmal mit der. Das ist halt, eigentlich wäre es Quatsch, wenn wir das jetzt hier drin lassen. Komm, wir brechen das ab. Und sagen, produziert ihr mal bitte hier permanent Zahnräder. Mikrochips, Hand, Kupferkabel, Transistoren. Noch mehr von diesen Montagemaschinen wären auch schön.
Diese Sonden können wir bauen. Plaste müssen wir auch noch da haben, oder? Weil das ist jetzt noch nicht dort vor Ort bei dem zweiten Expeditionsschiff. Plaste, Plaste, Plaste. Wow, 56 mal Plaste. Kriegen wir das ganze Plaste her? War das alles in diesen Enterkapseln drin? Kann auch sein, dass es hier in der Aufbewahrungskapsel drin war. Wir haben da gar nicht mehr dran gedacht, ehrlich gesagt. So viel zu tun hier. Setz das mal da unten hin. Dann werden wir sehen, was da rauskommt. Irgendwann aus dem Ei. Abtransportieren und dann die Türe hier verriegeln. Denke ich da dran? Ich hoffe doch. Da wurde das Schiff gebaut und dann produzieren wir mehr von diesen Sonden. Vier, fünf. Wir haben genügend Erdöl. Ich glaube, über 10 war es. Deshalb können wir uns das leisten. Abgeschaltet? Ach so, ja. Anschalten wäre natürlich auch nicht schlecht. So brauchst du an Strom, wenn du Zahnräder produzierst. Ich hoffe, nicht zu viel. Tür verriegeln, dass hier keiner reinkommt. Wer weiß, was dort schlüpft. Wie sieht es mit Nahrung aus? Aus dem Eis, also es geschlüpft eine Katze. Also langsam werden die Tiere immer mehr. Vielleicht können wir ein paar verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Katzen. Wir werden zum Katzenraumschiff, Leute. Ist ein bisschen Fälle. Wir könnten die verarbeiten, aber wir haben eigentlich kein Nahrungsmittelproblem. Bin mir auch nicht. Wir testen es mal. Wir sagen mal, Buddy wird mal verarbeitet. Einfach mal testen. Was streicheln, befehlen? Können wir sagen, verarbeitet die mal? Oder müssen wir das im Wiederaufbereiter? Nö. Wenn dann hier Nährstoffextraktor. Katze. Es ist schon angestellt. Wahrscheinlich müssen wir die erst töten, aber nee. Wir töten jetzt. Wir versuchen ja nicht unsere Katzen zu töten. Wenn, dann verkaufen wir die. 7 Katzen ist viel. 3 Katzen ist okay. 7 Katzen ist viel. Wir holen hier mal einen Händler ran. Sklavenhändler. Naja, also. Tierhändler wäre nicht schlecht. Also wir rufen jetzt den Sklavenhändler, weil der nimmt uns die Katzen ab, aber Tierhändler wäre nicht schlecht, wenn die das noch umändern würden, ja. So.
Heizung aufgrund von Verschleiß ausgefallen. Welche denn? Die da. Aber die kann repariert werden anscheinend. Manche Sachen können ja nicht repariert werden. Und dann gibt es halt Sachen oder Gegenstände, die repariert werden können. Esther ist unserer Kolonie beigetreten. Kohlenstoff wird benötigt, ja. Ich weiß, ich weiß. Die Batterien sind alle leer gezutscht. Es hält sich gerade so die Waage im Moment mit dem Strom. Zahnräder, da wollte man gucken. 20 kW, das ist okay. Hat sich jemand einen Hut gegönnt? Esther, das ist die, die wahrscheinlich gerade aufgewacht ist hier. Sklavenhändler trifft in 2 Tagen ein. Wie weit ist die Produktion hier von den Sonden? Ja, schon ganz weit fortgeschritten. Schengold. Naja, die dürfen wir umbenennen. Wir können ja die Tradition hier beibehalten, dass wir unsere Expeditionsschiffe nach großen Städten der Erde benennen. Und da würde ich mal sagen, fällt mir als allererstes Paris ein. Wumps, nennen wir Paris. Das zweite Expeditionsschiff. Nach Quatscha anfliegen. Und wem können wir denn noch alles mitnehmen? Wally bleibt hier. Isaac, der hat unser einziges Energiegewehr, der bleibt auch schön hier. Chelsea und Daniels. Schaut mal, da sind doch noch ein paar Leute dazugekommen anscheinend, die wir hier auf Expedition schicken können. Nicht alles abbauen, sondern Rohöl. Ihr kümmert euch nur um Rohöl. Kupfer ist im Leerlauf. Verarbeitung stoppen und dann ändern wir das in Quarz 26. Was haben wir denn an? Ich glaube, Glas haben wir genügend da, oder? 600, das braucht man nicht. Titanplatten hatten wir auch genügend und Eisenplatten hatten wir auch genügend. Wisst ihr was? Wir schalten den aus hier. Den guten alten Schmelzofen. Brauchen halt Kohlenstoff. Felsverarbeitung fängt jetzt erstmal an. Wir haben ja ein Expeditionsschiff, was halt nur Felsen abbauen soll auf Covatscha. Radaraufbewahrungskapsel. Sklavenhändler zeigt uns ja an, wenn der Händler ankommt. Wahnsinn, oder? Wie groß mittlerweile unser Raumschiff ist. Also auch was Haufen zu tun hier. Die Leute rennen von A nach B, schlafen ab und zu mal, essen, trinken, gehen kacken. Was haben wir an Wasser? 433. Stabil. Zahnräder. Wird Zeit, dass wir da mit der Produktion begonnen haben. Montagemaschine. Wollte ich mal gucken, ob wir uns noch eine zweite
gönnen können. Bausubstanz, Spezial, Sicherheit, Produktion. Ja, können wir. Alles umbauen hier. Irgendwann müssen wir uns mal damit beschäftigen, dass wir hier noch mehr solche Einzelkabinen hinzimmern und hier vielleicht den Sanitärtrakt noch erweitern. Wie sieht es überhaupt mit der Stimmung aus? Ohne Schüssel gegessen, ja, es sind zu viele Katzen. Wir verkaufen ein paar. Ich hoffe, der nimmt die uns ab. Trace Horton. Vor 13 Stunden. Wir müssen uns um den Sanitärbereich kümmern hier. Hier passt ja nochmal jeweils eine neue Dusche und eine neue Toilette rein. Bauen die Kopie, schwupps. Und hier ebenso halt Gedankenkontrolle. Nee, hier. Die Dusche auswählen und eine hübsche Kopie bauen. So. Produzieren wir dann noch in der Montagemaschine ein paar Roboter. Muss nicht unbedingt sein. Irgendwann werden wir dann mal die Geschützdrohnen wahrscheinlich produzieren, aber ich möchte gar nicht wissen. Wo bauen die überhaupt? In der Montagemaschine? Ne, bestimmt im Fertiger. Ich möchte gar nicht wissen, was die an Strom verbrauchen werden. Seine Aufbewahrungskapsel. Bitte dahin. Wer vielleicht von Anfang an nicht geschaut hat, erkläre ich euch mal, warum wir hier die Aufbewahrungskapsel immer hinräumen. Weil es sein kann, dass hier auch Bomben drin sind. Ja. So wie jetzt. Das passt, oder? Kaum sage ich es euch und ja, schön. Eine Bombe drin. Die wir auch nicht entschärfen können. Und dann macht sie Boom. Dann brennt alles. Das Feuer sollte eigentlich gelöscht werden, also automatisch ausgehen, weil wir ja ein Leck jetzt haben. Ach ja, perfekte, ja, perfektes Timing. Das allererste Mal wussten wir das halt nicht und ich weiß es noch, als wäre es gestern. Hier hat es uns ein riesen Loch reingerissen, weil wir das halt mitten am Vorort aufgemacht haben. Ich kann es euch nur empfehlen, macht so wie wir, dass ihr euch einen Ort schafft, wo ihr die in aller Ruhe öffnen könnt. Ihr seht ja, was das hier für einen Schaden angerichtet hat. Reparieren. Und dann müssen wir natürlich auch wieder
natürlich wieder die Wände hier hinbauen, aber repariert es erstmal. So, die Sonden sind alle jetzt wunderbar da. Dann erkundet mal die nächsten Planeten. Wo hat man die jetzt hingeschickt? Ah, da oben. Nach Zeta Otto Struve. Tomsk. Ich mir es halt nicht merke. Schauen uns das mal an. Tomsk, da ist ja auch schon ein bisschen was erkundet. Wow, hier gibt es ja auch nochmal Haufen Wasser. Da scheinen wir auch schon eine Sonde hingeschickt zu haben. MacRobot. Nicht identifiziert. Aha. Es steht dann da, dass es identifiziert wurde oder nicht. Was bedeutet denn das Symbol? Piraten? Plünderer, im Besitz von Plünderern. Aha. Geht uns bloß aus dem Weg, ey. Ja, die nächsten werden wir da jetzt nach und nach mit unseren Sonden anfliegen. Aber machen wir alles in aller Ruhe in der nächsten Folge, Freunde. Danach sind nämlich auch schon wieder über 30 Minuten, wo die Zeit einfach hingefliegt hier bei dem Game. Das ist der Hammer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste, rechts oben und rechts unten gibt es so wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren, würde mich tierisch freuen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadun.